Ja. Guten Tag, meine Damen und Herren. Am 28. Oktober findet der griechische Nationalfeiertag statt, auch bekannt als Nein-Tag. Was ist das überhaupt und was denken die Saloner darüber? Kann ich Ihnen nicht sagen, habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich wusste noch nicht mal, dass Sie morgen Feiertag haben. Okay, und fällt Ihnen irgendwas spontan ein zum Nein-Tag und den Griechen? Wüsste ich jetzt wirklich nicht. Beim besten Willen nicht. Also irgendwann haben die Griechen ja Nein zur Monarchie gesagt. Ja. Ich auch ganz passend dann. Ja, richtig. Also das wird mir dazu einfallen. Ich denke mal, dass wir alle Nein sagen zu den Reformen oder beziehungsweise zu den Sparplänen von der Regierung. Nein. Nein. Einfach ganz klar Nein, ja? Genau. Fällt euch nicht zu ein. Schon, aber habe ich jetzt keine Lust zu überlegen. Gut, alles klar. Tschüss. Ja, tschüss. Eurokrise, Monarchie oder doch was ganz anderes? Wir fragen jemanden, der es eigentlich wissen muss. Der Nein-Tag war im Zweiten Weltkrieg, am 28. Oktober, glaube ich, 1940. Da hat der, alles kleine Faschisten alle damals, Mussolini und der griechische Diktator, wollte nicht im Zweiten Weltkrieg einmarschieren, wollte nicht dabei, was war denn das nochmal, ganz kurz überlegen. Der hat das Nein gesagt, weil er wollte im Zweiten Weltkrieg nicht dabei sein, genau. Das war der griechische, wie hieß der nochmal, Metaxas, auch so ein Diktator. Wie auch immer, hat alles nichts gebracht, zu viele Leute umgebracht. Das war's. Und dann haben die Nein gesagt. Da haben die Nein gesagt, die wollten eigentlich den Zweiten Weltkrieg nicht. Alles klar. Aber waren eh alles kleine Diktatoren, was auch immer. Gar nicht so schlecht. Am 28. Oktober 1940 lehnte der griechische Diktator Metaxas das Ultimatum der Italiener ab. Und zwar mit dem schlichten Wort Nein. Bits News wünscht allen einen schönen Nein-Tag.